Yeah. Yes, make us new rebels. Yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission. Oh yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission. Oh yeah, 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 yeah. New rebels. New rebels. We the new rebels. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf der Crew. Ihr seht schon, ich sitze gerade im Smart EQ 42 und wahrscheinlich seht ihr auch, dass das Video hier irgendwo oben als Werbung gekennzeichnet ist. Das liegt daran, dass das Ganze in Kooperation mit Smart entstanden ist, denn die haben uns das Auto ausgeliehen, damit wir euch die neuen Software-Features zeigen können, und zwar die Ready-To-Funktion. Das machen wir später im Vlog, aber der coole Nebeneffekt an der ganzen Sache ist eben, dass wir auch das Auto mal für euch abchecken können. Und ich würde sagen, wir fangen da am besten einfach mal direkt außen an. Moin, ich bin auch mit am Start. Denn wir haben hier coolerweise nicht einfach nur irgendeinen Smart EQ bekommen, sondern eine Sonderedition, und zwar die Night Sky Edition. Und die hat so ein paar coole Special-Sachen vom Design her. Ihr habt es vielleicht im Carporn schon gesehen. Hier ist ein kleines Brabus-Logo. Und Brabus kennt man sicherlich von Mercedes, eine Tuning-Firma. Und die bauen halt eben an diesen Smart EQ ein paar coole Sachen dran, wie zum Beispiel hier diese blaue Frontlippe oder noch ein paar andere Sachen. Und ich finde, dadurch wirkt das Ganze nicht mehr wie so ein kleines, süßes Stadtauto, sondern gleich deutlich böser, vor allem in Kombination mit diesen LED-Tagfahrlichtern. Und ja, ansonsten ist das Auto auch ganz schwarz. Wir haben halt überall diese blauen Akzente. Wir haben hier noch diese Felgen mit dem blauen Ring. Und auch hinten haben wir nochmal einen Diffusor dran, der ebenfalls blau ist. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal die Tür auf. Denn Julian, herzlich willkommen im Innenraum. Genau. Ja, im Innenraum, Felix. Ich muss sagen, ich finde es krass, wie viel Platz hier eigentlich drin ist. Ich meine, ein Smart ist ein kleines Auto, aber hier im Smart EQ ist dann doch mehr Platz, als man denkt. Gerade ja, wenn man das so mit dem MX-5 auf jeden Fall mehr als im MX-5. Ich bin hier, glaube ich, immer noch nicht ganz hinten. Ich könnte noch weiter. Oh, es ist entspannt. Kann ich seine Beine ausstrecken, was geht. Ja, und eine sehr löbliche Sache, das finden wir immer sehr, sehr gut und sehr vorbildlich, das Dachfenster. Das ist so, so wichtig für mehr Licht, und irgendwie fühlt sich das alles freundlicher an im Auto selber. Und ich finde auch, in der Konsole wurde viel Wert darauf gelegt, das Ganze so übersichtlich wie möglich zu halten. Wir haben hier diese blauen Armaturen, die halt zur Night Sky Edition halt auch passen. Wir haben zwei Bildschirme, einmal eins im Tacho und dann nochmal hier in der Mittelkonsole das Infotainment-System. Ich finde, man merkt ein bisschen dabei, man merkt hier ein bisschen dabei, dass es schon etwas in die Jahre gekommen ist. Ja, ich meine, schau mal, hier kann ich schön meine Radiofrequenz einstellen. Wie sieht das denn aus? Genau, also das ist aus 2014, und vielleicht bekommt das mal ein Update. Was vielleicht auch ein Update bekommt, ist dieser Schlüssel, denn das ist noch ziemlich classy, wenn man das so sagen kann. Denn wenn wir den Smart anmachen wollen, dann haben wir halt noch den Schlüssel, und das klingt ziemlich lustig. Normalerweise würde man halt so einen Motorensound erwarten, aber wenn ich jetzt den mal anmache, das war's. Das finde ich wirklich so ein richtiges Understatement, das finde ich voll cool. Und ja, jetzt könnten wir theoretisch schon losfahren. Ja, wo fahren wir denn hin? Ich denke mal, wir fahren zu Colin, das ist schon abgemacht. Der wohnt in Düsseldorf, das ist etwa 30 Kilometer von hier entfernt, und ich glaube, dafür müssen wir hier mal einen kleinen Akku-Check machen. Wir haben nämlich jetzt noch 86% verbleibend, und das müssen wir mal im Blick behalten. Ja, schauen wir mal, wie voll das noch ist, wenn wir gleich ankommen. Also ich würde mal sagen, los geht's! Now allow me to reintroduce myself. Angekommen auf der Autobahn, wird es Zeit für ein paar knallharte Fakten. Und zwar kommt der Smart EQ mit einem Akku von 17,6 Kilowattstunden daher und schafft damit ungefähr 100 Kilometer an der Reichweite. Und das bei einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 130 km/h. Man merkt alleine an diesen Fakten schon, dass wir hier gerade nicht im Revier vom Smart sind, sondern dass das hier eher so feindliches Territorium ist, wenn man das so sagen kann. Wir fahren jetzt aber auch in die Stadt nach Düsseldorf rein, da wird der Smart noch so richtig seine Vorzüge ausspielen können. Aber ja, auf der Autobahn muss man manchmal auch unterwegs sein, und da kann man das so machen, wie wir das gerade handeln. Wir haben jetzt den Tempomat auf 90 km/h gestellt. Das ist natürlich nicht der schnellste, man kommt aber ans Ziel, und das dabei noch relativ stromsparend. Musik.
angekommen in Düsseldorf, sind wir aber jetzt in dem Bereich, wo der Smarte richtig viel Spaß macht. Und zwar erstmal an der roten Ampel, wenn die gleich grün wird. Muss ich sagen, ist dieser Smart schon ein spritziger Begleiter so in der Innenstadt. Also warten wir hier einfach mal kurz einen Moment. Fahrstuhlmusik einblenden. Es kann sich nur noch um Minuten dauern. Oh! Oh, noch, oh, schon wieder eine rote. Das ist, man ärgert sich gar nicht, ne? Und nochmal. Das ist echt das Ding, man ärgert sich nicht mehr über rote Ampeln mit diesem. Da kommt noch eine, ich denke mir so, gar kein Problem. Die nehmen wir auch gerne noch mit. Weil es macht einfach Spaß. Es ist einfach spritzig. Er ist sehr wendig in der Stadt und auch da. Dadurch, dass das Auto so klein ist, fühlt sich die Beschleunigung noch mal krasser an. Obwohl sie, glaube ich, gar nicht so mega krass ist. Aber eben diese direkte Annahme macht einfach Spaß. Ja, ich kann ja auch mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung quatschen. Ich bin auch viel rumgefahren mit dem Smart in den letzten Tagen. Und ich muss sagen, ich kann eigentlich alles, was Julian gerade gesagt hat, mega unterstreichen. Vor allem auch aus der Perspektive von jemandem, der eigentlich auch ein relativ kleines, spritziges Auto fährt. Ich fahre ja einen MX-5 sonst. Das Interessante ist, wenn man sich mal das Datenblatt anschaut, dann ist sogar der Baseline MX-5 eigentlich von 0 auf 100 schneller. Er ist auch von 0 auf 60 km/h schneller. Aber das Interessante, warum er sich trotzdem langsamer anfühlt, ist einfach die Frage, wo eigentlich genau das Drehmoment anliegt. Denn beim 130 PS MX-5 haben wir den maximalen Drehmoment von 150 Newtonmeter erst bei so 4800 Umdrehungen. Das heißt, bis das Auto richtig zieht, muss ich erstmal ein bisschen datten. Das Ding muss in die Gänge kommen. Und der Smart EQ 4-2 als Elektroauto hat das gar nicht. Der hat sogar 160 Newtonmeter Drehmoment, obwohl er nur einen 81 PS Motor hat, und die liegen quasi direkt an. Das heißt, man drückt aufs Gaspedal, das Ding zieht und es gibt einem einfach mega ein direktes Fahrgefühl, das gerade in der Innenstadt unglaublich viel Freude macht. Weil es so schön war, nochmal ein Ampelstart hier. Aber eine Sache, die beim Smart EQ 4-2 noch ein bisschen anders gelöst ist als bei anderen Elektroautos, ist, wie mit der Rekuperation umgegangen wird. Denn als wir das Auto bekommen haben, dachten wir erstmal so, hä? Ist hier die Rekuperation nicht aktiv? Denn im normalen Modus lässt sich der Smart rollen und man hat eher dieses klassische Gefühl wie bei einem Verbrenner, dass wenn man vom Gas geht, es einfach ausrollt und man damit halt arbeiten kann. Wenn man dann allerdings in den Eco-Modus schaltet, dann hat man die Rekuperation auch viel stärker. Das heißt, dort wird dann auch rekuperiert, also Energie zurückgewonnen für den Akku, sobald man halt das Gaspedal loslässt. Der Eco-Modus ist da etwas energischer und somit natürlich auch deutlich besser für den Akku. Jetzt sind wir aber auch angekommen hier in Düsseldorf, ganz bei Colin in der Nähe. Allerdings können wir hier gerade noch nicht stehen bleiben. Das heißt, wir brauchen noch eine andere Location, wo wir das Auto sicher abparken können. Abparken, wo wir es einfach hinstellen können. Und da kommt die erste Ready-to-Funktion ins Spiel, und zwar Ready-to-Park. Das heißt, wir können hier mal die App zücken. Und in der App sieht man viele verschiedene Funktionen, auf die wir heute noch zu sprechen kommen. Man kann zum Beispiel sehen, wie viel Akku wir noch haben. Gerade 58% im Zwischenstand. Aber wir können jetzt hier mal zum Parken kommen. Ready-to-Park können wir öffnen, und dann sehen wir hier eine Karte mit der Umgebung. Und das Spannende dabei ist, dass wir auch eine Einschätzung bekommen, wie wahrscheinlich es ist, einen Parkplatz zu finden. Hier sehen wir zum Beispiel gerade in der Gegend viele blaue Straßen, wo wir eine Chance haben, was zu finden, und die roten Bereiche sind eher schwierig. Man kann hier auch Parkhäuser sehen, wenn man mal hier ein bisschen weiter swiped quasi, und auch gucken, ob die noch frei sind. Das Beste ist allerdings die Listenansicht, denn hier bekommen wir auch noch die Preise dazu genannt. Das heißt, wie teuer ist es, an der Straße zu stehen, wie teuer ist zum Beispiel auch irgendwie ein Parkhaus, und wir können das Ganze ja auch noch preissortieren, sodass wir halt auch einen freien Parkplatz finden können. Und ja, ich würde sagen, mit dieser App finden wir jetzt hier in den nächsten Straßen sicherlich irgendwie einen Parkplatz. Das heißt, Handy weg und auf geht's! So! Da sind wir. Einfacher als gedacht. Nom nom nom. Moin! Ah, schön, dich zu sehen. Alles fit? Moin. Burger, Burger, Burger! Burger!
Die Burger sind jetzt alle aufgegessen. Es hat fantastisch geschmeckt und das heißt, wir können uns wieder dem Smart widmen und kommen damit jetzt tatsächlich auch zu meiner persönlichen Lieblings-Ready-to-Funktion und zwar Ready-to-Share. Ich habe mir hier mal einfach zwei Beispielsmenschen, die habe ich mir ausgedacht. Das ist der Colin, das ist der Julian. Hallo. Ja, ein fiktives Beispiel. Nehmen wir das einfach mal. Die wollen jetzt hier diese Funktion nutzen. Julian besitzt diesen fantastischen Smart EQ for Two und Colin hat großes Interesse, mal mit diesem Fahrzeug zu fahren. Ja. Und wenn das jetzt ein ganz normales, dummes Auto wäre, dann müsste jetzt Julian quasi Colin den Schlüssel in die Hand drücken und dann könnte er damit fahren. Aber mit den Ready-to-Funktionen geht es natürlich ein bisschen intelligenter, ein bisschen internetmäßiger. Und als allerersten Schritt muss Julian deswegen erstmal den Schlüssel im Fahrzeug positionieren, damit man dann überhaupt damit losfahren kann, wenn es soweit ist. Am besten einfach ins Handschuhfach oder irgendwo, wo man den nicht sieht. Ist egal. Jetzt, komm. Wenn dann machen wir es gescheit. Ab ins Handschuhfach damit. So, Tür geht zu. Jetzt fragt man sich natürlich als allererstes, wie kann Julian das Auto wieder abschließen, jetzt wo er keinen Schlüssel mehr hat? Genau. Da hilft natürlich direkt die Smart Ready 2 App. Da gibt es einen ganz einfachen Slider, den kann er einfach mal betätigen und dann magisch geht das Auto zu. Es ist zu jetzt, oder? Fantastisch. Ja, der Schlüssel ist da drin. Schlüssel ist drin, Auto ist zu. Wie kommt jetzt allerdings Colin da rein? Tja, es geht ganz einfach. Julian schickt Colin per E-Mail über die Ready2-App eine Anfrage quasi, eine Einladung. Möchtest du mitmachen bei Ready2? Colin hat jetzt in unserem Fall quasi schon angenommen und kann dann über seine App einen Zeitraum aussuchen, in der er den Smart haben möchte. Und diese Anfrage wird dann Julian aufs Handy geschickt. Und ja, das kannst du eigentlich quasi einfach mal annehmen, oder? Ja, ich gehe jetzt mal hier in die App rein. Dann habe ich hier Colin Sänger möchte dein Auto ausleihen. Wollen wir das denn annehmen? Man kann sogar unterscheiden, ob er es kostenlos machen kann, weil er mein guter Freund ist und ich in Gönnerstimmung bin. Oder ich könnte sogar sagen, hey, pro Minute ein Euro oder irgendwie was. Also man könnte sogar damit Geld verdienen, um das Auto so zu finanzieren. Wir machen das jetzt in unserem Beispiel mal kostenlos. Sind ja gute Freunde so. Ne? Und so. Heute machen wir es mal so. Ich gehe jetzt mal auf die Anfrage. Und drücke auf Bestätigen. Tja. So. Ah, hier. Booking Request Confirmed. Sehr cool. Ich habe jetzt für die nächsten zwei Stunden... Kann ein ich Auto. Jetzt, ja, geil. Das Kennzeichen man sieht richtig aus. Man sieht auch auf einer Karte, wo das Auto steht und alles, ne? Ja, und damit du es wiederfinden kannst. Continue. Ah, guck mal, ich muss sagen, dass ich meinen Führerschein dabei habe. Wichtig. Ah, und ich kann dir sagen, wenn ich was kaputt gemacht habe. Das hau ich aber auf. Slide to unlock. Und... Tada! Jetzt kannst du dir hier aus dem Handschuhfach quasi den Schlüssel stibitzen. So. Ah ja! Viel Spaß! Ciao! So. So modern, Auto weg. So modern hast du noch nie ein Auto verliehen, oder? Noch nie, tatsächlich. Also das ist wirklich... Wirklich cool. Also überlegt euch mal, ihr habt so eine größere Familie oder ihr kennt oder ihr wohnt in einem Mehrfamilienhaus und kennt die Nachbarn gut und sagt, hey, ich leihe einfach mein Auto aus. Das ist doch eigentlich viel effizienter, als wenn jeder sein einzelnes Auto hat. Oder in WGs kann es auch mega praktisch sein, wenn ihr eine Menge Mitbewohner habt, die alle irgendwie so ein bisschen ein Auto brauchen, aber nicht wirklich. Dann kann man es zum Beispiel so machen, dass einer das Auto kauft und die Ready-to-Share-Bezahlfunktion nutzt, um das Auto dann mit den anderen Mitbewohnern zu teilen. Und so finanziert man quasi das Fahrzeug gemeinsam. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, das klingt ja alles ganz cool, aber da ist irgendwo so ein kleines Loophole. Sag mal, Felix, du hast doch gesagt, der Schlüssel liegt im Auto. Kann da nicht einfach jeder die Scheibe einschlagen und den Schlüssel stibitzen und mit dem Auto wegfahren? Tja, daran hat Smart tatsächlich auch gedacht, denn es gibt eine Funktion, die sich Immobilizer nennt. Das ist sozusagen eine digitale Wegfahrsperre, die ihr in der App aktivieren könnt. Und wenn die aktiv ist, dann kann man die Scheibe einschlagen, man kann den Schlüssel stibitzen, man kann ihn reinstecken, man kann ihn umdrehen, aber das Auto startet einfach nicht. Es bleibt stehen und es kann nicht geklaut werden. Sollte aber aus irgendeinem Grund
dieser Immobilizer deaktiviert sein und jemand klaut tatsächlich euer Auto, dann gibt es noch eine weitere Funktion, die sich Theft Recovery nennt. Und die funktioniert so, dass euer Smart euch eine Push-Notification schickt, wenn er eure Homezone, die ihr für zu Hause festgelegt habt, ohne irgendwie einen triftigen Grund verlässt. Und dann könnt ihr quasi irgendwie mal nachschauen, was da los ist, irgendwie mal bei eurer Mutti nachfragen, ob die irgendwie den Smart genommen hat. Aber wenn ihr dann feststellt, nein, er wird gerade tatsächlich geklaut, dann könnt ihr quasi einen Rückführungsprozess einleiten, bei dem die Location-Daten von dem Auto zum Beispiel auch an die zuständigen Behörden übermittelt werden, damit die das Auto quasi wiederfinden können. Trying to figure, but instead I see a figure so unfair that he bled liquid lead. Shots aiming for the head. Lights, you would rather follow rules and roll your dice in paradise. Yeah, sacrificing for the heist, taking everything I can, but keep your advice. In hindsight, I can't regret a bit. Even a blind dyke can tell that you a pussy ass bitch, taking no risk. Heavy eyes, but I'm light on my feet. Mann, was war das für eine Partie Billard? Oh, wir haben so ewig die Schwarze hin und her geschossen und dann im letzten Moment habe ich sie dann versenkt, aber im falschen Loch, verdammt nochmal. Naja, es kann passieren, aber ja, der Abend nimmt so jetzt langsam sein Ende. Wir sind jetzt hier mit dem Smart noch zu einer Elektroladestation bei uns hier in der Stadt gefahren und ich glaube, es wird Zeit, jetzt hier mal so ein Tagesfazit für die Fahrleistung zu ziehen. Ich habe die harten Fakten, die Daten vor mir auf dem Display und ich kann das jetzt hier mal so richtig geil rumdrehen. Schau mal hier, weil das hier so cool gemacht ist und dann seht ihr, 20% Akku haben wir jetzt noch drin. Aber 20% Akku, was bedeutet das überhaupt? Wie viel sind wir jetzt tatsächlich gefahren? Ich habe hier im Display stehen 75 Kilometer. Ja, wenn man es erkennen kann. Hier, da steht es 75 Kilometer in 3 Stunden 37. Ja, mit einem Durchschnittsverbrauch von 17,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, hat gereicht jetzt so für unseren Tag. Einmal rüber nach Düsseldorf, wieder zurück, dort ein bisschen rumfahren, hier ein bisschen rumfahren, so. Ist in Ordnung, aber jetzt braucht ihr auf jeden Fall kräftig Saft. Und deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal, den guten Kollegen hier aufzuladen. Das ist beim Smart tatsächlich eine relativ entspannte Angelegenheit, weil man hier diese Heckklappe hat. Und da kommt man dann relativ easy hier direkt an dieses mitgelieferte Ladekabel. Da könnt ihr auch mal sehen, wie viel Platz hier im Kofferraum ist. Das haben wir heute eigentlich gar nicht gezeigt. Hier ist sogar noch mal so ein kleines Extrafach, wenn man das haben möchte. Aber hier an der Seite ist halt so ein Ladekabel eingebaut. Und das kann man dann hier quasi rausziehen. Ich mache mal hier das ganze Zeugs wieder zu. Und dann geht man hier ran, wie an so einen ganz normalen Tankdeckel. Da ist dann noch eine weitere Klappe. So. Und da muss dann der Stecker rein. Stecken wir hier einen in den Smart. Zack. Und dann nochmal den anderen hier in die Ladestation. Ganz entspannt. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, sorry, ist mit unserem NFC-Chip hier einfach rangehen. Rechts zum Starten. Bereit zu laden. Lädt auf. Jetzt zapfen wir Strom. Aber yo, was würdest du jetzt sagen, Julian? Ein kleines Resümee. Also ich muss sagen, für den Tag heute war der Smart EQ42 echt perfekt. Also wir sind hingekommen, wir konnten in die Stadt reinfahren, wir konnten uns dort super bewegen und wir kamen auch wieder zurück. Ja, sind in jede Parklücke reingekommen. Jede Parklücke, so das Auto ist übel spritzig, so das macht auch Spaß im Stadtverkehr damit zu fahren. Und ich glaube, das ist auch relativ klar, was man da jetzt als Resümee sagen kann. Für die Stadt oder wenn man so im Vorort wohnt und in die Stadt rein muss, wirklich eine super Sache, dort elektrisch unterwegs zu sein. Die Reichweite reicht dann auch wirklich komplett aus. Gerade wenn man halt zu Hause eine Steckdose hat, zum Beispiel in der Garage oder so, was wir jetzt nicht haben, dann ist natürlich noch optimaler. Dann kannst du das Auto bei dir zu Hause abstellen und in die Steckdose rein, damit am nächsten Tag ist wieder voll und du kannst wieder voll durchtreten, so gefühlt. Und das halt alles mit elektrischem Strom. Von daher ist das ein Punkt, den ich auf jeden Fall sehr feiere. Für die Langstrecke ist natürlich klar, Leute, 100 Kilometer Reichweite. Wir haben jetzt 75 geschafft und haben noch 20%. Damit fährt man jetzt natürlich nicht nach Berlin und zurück oder macht irgendwie sonst für einen Trip. Das merkt man auch schon allein daran, dass dort kein Schnelllader so von Haus aus quasi dabei ist, sondern nur gegen Aufpreis erhältlich ist. Deswegen merkt man schon, Langstrecke kann man jetzt mal vergessen. Du würdest damit auch nicht in Urlaub fahren, weil du auch nicht so viel, ja, Platz hast im Kofferraum. Aber wirklich so alltäglich in der Stadt
Daumen hoch, cooles Geschoss. Ja, und wenn man in der Stadt wohnt, wie wir vorhin schon gesagt haben, so auch mit diesen Ready-to-Funktionen, gerade mit Ready-to-Share, dass man dann sich irgendwie das Auto gemeinsam teilen und es auch gemeinsam finanzieren kann, ist einfach eine super clevere Sache. Und ich denke, Leute, die wissen, was sie damit anzufangen haben, werden auch ziemlich dankbar dafür sein, dass solche Funktionen existieren. Aber dankbar sind wir auf jeden Fall auch Smart dafür, dass wir dieses Gefährt jetzt hier ein paar Tage ausleihen und ausprobieren konnten. Schreibt uns gerne mal eure Gedanken zu dem Ding unten in die Kommentare rein. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir Ciao, bedanken Leute. Uns auch noch bei euch fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao! Ciao. Red eyes in the mirror, dead trying to figure, but instead I see a figure so unfair that he bled liquid lead. Shots aiming for the hair, lights, you would rather follow Rose and roll your dice of paradise. Yeah, sacrificing for the heist, taking everything I can.